Uiuiuiui. Der, 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 der. Oh Mann. Überlegen, wenn er die andere Seite nimmt. Oh. Und durch, 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 durch. War das jetzt gut oder schlecht? Heute überhaupt. Ich hätte theoretisch auch oben laufen können. Theoretisch wäre mir da wahrscheinlich auch nicht passiert. Okay, jetzt haben wir oben ein. Da ist auch was tot. Warum ist da jetzt ein Weg und da unten ein Weg? Jetzt muss ich einmal gucken. Nichts übersehen. Dann brauch. Kann natürlich sein, dass ich unten gar nicht reinkomme. Aha, okay. Ah, das war ja gut. Hat mich Instinkt nicht. Irgendwas wird mich gleich wieder killen, ist ich das schon? Hä? Wettertechnologie. Mann, echt. Das kann es ja nicht sein, oder? Bauplan für Röntgenrad. Toll. Helfen irgendwie wirkt es. Und dann, als wäre unser Kater da. Ich will da nicht rein. Hey, stopp! Ey, was war denn? Überall Blut. Rose, bitte melde dich. Rose. Ada. Oh Gott. Rose, Gott sei Dank, geht's dir gut? Mir geht's gut. Alles gut. Was ist passiert? Ich habe mich zu Tode gesorgt. Mein Funk wurde gestört, aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Nicola hat dich wohl auch eingesperrt, was?
Ja, aber ich bin entwischt. Ich bin fast bei den Biolabs. Bist du noch dort? Moment, du bist durch die Sperre gekommen? Wie? Dieser Aubrey hat mir geholfen. Er hat mir das Leben gerettet. Wir müssen ihn holen, bevor wir das Schiff verlassen. Ich hab's ihm versprochen. Ja, klar. Klar werden wir das tun. Aber erst der Forschungsbericht. Das ist der Schlüssel zu allem. Stimmt. Hast du es geschafft, die andere Hälfte zu holen? Nein, der ist im Theater. Wir werden ihn zusammen holen, direkt nachdem du mich aus dem Operationssaal rausgeholt hast. Ada, die Verbindung bricht wieder ab. Ada! Rose? Was war das? Scheiße. Ah. Bringt das eigentlich, wenn man da überall Leichen hat? Ach. Wir haben gespeichert. Okay. Wirkt wie der Aufstand. Ah, das sind ja nicht nur. Warum habe ich das dumpfe Gefühl, dass du irgendwann irgend so ein Riesenmonster raushüpft und ins Wadel beißt? Da sind Flaschenpost. Wenn man den Aubrey braucht. Nett. Ich möchte mir da ein bisschen umschauen, bevor ich in den Tod gehe nochmal. Das schaut noch. Da braucht man einen Code. Wie werden wir den Code wohl finden? Sind da auch wer aufgeschrieben? Vielleicht sicher nicht, aber. Hier sind viele, viele Mücken. Gehen mal dorthin, wo die Hand da dran gequetscht wird. Widerlich. Paletten. Nett. Ah, da ist genug Klopapier. Sorry. Das lässt mir keine Ruhe. Das ist. Okay. Wie war das in der Schule? Wir haben uns immer so eingesperrt. Kratzspuren. Live-Spuren. Dann er tot. Ich weiß nicht. Da ist jetzt sicher Leiche oder was drin. Ach du Scheiße. Du bist ein Trottel. Oh. Alans Notiz. Niemand darf rein, niemand darf raus. Zu die Regeln. Halten Sie die Quarantäne aufrecht, Hilfe eintritt. So lautet die Richtlinie. Puh. Wegen der alle gestorben sind. Ich hielt den Code geheim, als Sophie nach dem ersten Tag bat zu gehen. Ich hielt den Code geheim, als Professor Santos am zweiten Tag Zutritt verlangte. Ich hielt den Code geheim, als die Anomalie am dritten Tag alle tötete. Ich werde ihn länger geheim halten. Okay, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt habe ich ihn. 3, 2.
Eins und zwei. Wer auch immer dies liest, mögest du in Frieden sterben, weit weg. Ich nehme dir das mal ab. Ja, da hätten wir so nicht reingekommen. War jetzt einmal 3, 2, 1, 2, 3, 1. Alter Schwede, was sind das für Schwaden? Steve! Steve, ich habe eine, habe einige partielle, eine vollständige Dechiffrierungen, vollständige Dechiffrierungen. Etwas Großes steht kurz bevor. Edison hat seine Spione her. Ich bewahre die sauberen Kopien in meinem Tresor auf. Komm zu mir, sobald du das hier liest. Nachrichtiger Herrn Tesla, ich denke, er wird das sehen. Jemand hat den Edison-Spionagecode entschlüsselt. Ob Tesla wusste, dass er Saboteure an Bord hatte? Jetzt mal, er hat's. Seltsame Symbole, gefolgt von dem Satz. Bewusst. Okay. Ich finde es lustig, da hat es noch Schreibmaschine gegeben. Einer Zeit. Das, die muss irgendwie weg von den komischen, quatschenden Geräusch. Helios Tech Bauplan. Bauplan für die Erdbebenmaschine. Ich möchte nichts übersehen. Was sind wir ein? Ich
will aber nicht durch den Nebel. Boah. Oh Scheiße, ich muss laufen. Wie im Horrorfilm, was tust du? Du gehst genau dorthin. Ja, das ist richtig so. Mann, die scheiß Neugier unserer Menschheit. Das ist Bauplan für die Blitzerntemaschine. Ah, also waren wir anscheinend doch dafür verantwortlich. Ne? Doch immer gern an die Rückwand der Tafel. Da stand doch meistens eine Lösung. So. Oh. Das ich schätze, der blaue Nebel ist der Grund für die Quarantäne. Exo, oder wie sie ihn nennen. Ah, aber zuerst gehe ich trotzdem an der anderen Seite gucken. Da war, weil da ist ja da gelaufen. Kann das sein? Das hört sich immer so wie. Oh ja, klar, da kann man nicht hin. Warum will man da reinfassen? Warum bückst du dich nicht einfach? Ich renn mal irgendwo hin. Keine Ahnung wohin. Okay, rechts. Da rein, da rein, da rein, da rein. Sind wir da richtig? Wow, Alter, ich hab echt Schiss. Keine Ahnung. Das, meine Liebe, war eine der temporalen Anomalien. Na toll. Das Ding hängt mit der Zeit zusammen. Wie ergibt das denn einen Sinn? Das war gut geraten jetzt. Biologisches System vor. Diese Dinger sind quasi Antikörper, die den Teig wegmachen. In dem Fall uns. Aber woher wusstest du das? Woher wusstest du, dass du die Tür schließen musst? Naja, sie sind nicht gerade unauffällig. Sie folgen der fremdartigen Energie. Von daher sind sie nicht schwer zu überwachen, wenn man weiß, was man tut. Ich schulde dir was. Dreifach. Danke, Aubrey. Nun, weißt du, wo genau in den Biolaboren deine Schwester eingesperrt ist? Ja, sie ist in einem Operationssaal. Bin ich schon nah dran? Ja, bist du, bist du! Ich öffne so viele Türen, wie ich kann, damit du dorthin kommst. Es gibt einen Beobachtungsraum direkt über dem OP. Du solltest sie von dort aus sehen können. Sei es drum. Geh los und grüß sie. Der Weg sollte frei sein. Das werde ich, Aubrey. Danke nochmal. Warum beruhigt mich das jetzt überhaupt nicht, wenn der sagt, der Weg sollte frei sein? Laborratten.
Was? Künstliche Photosyntheseinduktor. Wie? Ein? Werden wir ein Deck, ein Eckchen nach dem anderen? Zu Schlüssel oder Zettel. Man kommt hier echt fast überall hin. Menschen, so Tote. Schrecklich. Puh. Ich hoffe mal. Mal hinsetzen gerade. Dürftig da. Dankeschön. Ein bisschen springen können wir ja, aber das ist eigentlich sinnlos. Kann keiner. Irgendwas, was ich brauche drin? Nicht. Den Laufen zwischendurch. Das dürfte das so als Sicherheitspersonal gewesen sein, schätze mal. Seite. Mir da vielleicht was gesehen haben. Oh. Ach du Kacke. Ey, warte mal, der sieht noch fast lebendig aus. Fast. Für die Hubschrauber-Flugzeugmaschine. Maggie. Wie ich Ihnen bereits sagte, nur weil ich im FÜSTEP arbeite, heißt das nicht, dass ich die Verfahren von Lead Research in Archer verstehe. Ja, ich weiß, wir würden alle gern so schnell wie Sie neue wissenschaftliche Gebiete erobern, aber es gibt wirklich niemanden an Bord dieses Schiffs, der auch nur annähernd an Ihre Fähigkeiten heranreicht. Allein ihre mathematische Arbeit beim Erstellen unendlicher Zeitschleifen durch Ausnutzung der dimensionalen Resonanz ist revolutionär. Von ihrem technischen Beitrag zum Bau des Core-Generators mal ganz abgesehen. Ehrlich gesagt, wenn sie sich so sehr bemühen, ihre wissenschaftliche Methodik zu erlernen, laden sie sie einfach zum Mittagessen oder so ein. Ich habe gehört, dass sie eigentlich ganz nett ist. Ein. Kleine Schwester ist ein Genie, ne? Und was hat ein Genie? Ein Chaos im Zimmer.
Nie beherrscht sein Chaos. Hey. Bin ich da jetzt richtig? Ladies Room. Probieren wir nicht mehr. Da lebt noch wer drinnen. Tierversuche, Wetterkontrolle, Zeitmanipulation. Gibt es irgendwas, das die hier nicht erforscht haben? Keine Ahnung. Scheiße. Oh. Ich hätte nur gerne mal genetische Regengerät. Ah. Ist nicht in diese Richtung das Vieh auch? Warum habe ich das Gefühl, dass ich nochmal laufen darf? Ah. Das höre ich. Der Weg sollte frei sein. Oder alles kaputt über Leichen. Eine durch. Ah, ja. Verficktes Teil! Hey, nicht fluchen! Rose! Oh mein Gott! Meine große Schwester ist hier! Meine große Schwester ist hier! Ja. Ich fange zu heulen, ne? Das ist sie. Und wir, Schwesterherz, werden jetzt hier verschwinden. Sag schon, wie komme ich zu dir? Da rechts ist eine Tür, ein kurzer Flur, ein Treppenhaus. Kannst du nicht verfehlen? Ich bin gleich bei dir. Ada? Ich hab nichts gemacht. Ada! Raus! Raus jetzt! Ich kann nicht. Rose, ich kann nicht. Rose, hör mir zu. Es ist okay. Wirklich, es ist okay. Du bist meinetwegen hier. Ich werde dich ewig dafür lieben. Aber du musst etwas tun. Rette meine Aufzeichnungen, Rose. Geh zum Theater und hol den zweiten Teil des Berichts. Zusammen sind sie der Schlüssel zu allem. Du kannst das in Ordnung bringen. Versprich es mir, Rose. Versprich es mir. Nicht so. Versprich es mir, Rose. Nein. Ada. Nein. Ich verspreche. Ich verspreche es. Das ist hart, sie noch gelebt. Hat Training versucht haben zu bleiben, Games. Schnell und sehr. Okay, unsere Karte ist. Kapitel 5: Dunkelheit des Pfades.